Bedingte Formatierung in Calc. LibreOffice 6. Dieses Video zeigt, wie bedingte Formatierungen in Calc angewendet werden können. Eine Anleitung und weitergehende Informationen finden Sie unter. Wir öffnen Calc und die Datei Bedingte Formatierung in Calc.ods. Bedingte Formatierung – Bedingung. In Zelle A2 wurde die Bedingung gesetzt, Zellenwert ist größer als 150. Dazu wurde eine Vorlage, Ergebnis gelb, erstellt. Sobald der in Zelle A2 eingetragene Wert größer als 150 ist, wird die Zelle mit gelbem Hintergrund dargestellt. Alle Werte 150 und kleiner werden als Standard angezeigt. Bedingte Formatierung – Farbbalken. In den Zellen C2 bis E2 von Table 2 wurde die Bedingung MinRot Wert 50 Gelb MaxGrün erstellt. Dies wiederholt sich jeweils für C3 E3, C4 E4, C5 E5, C6 E6 und C7 E7. Der Min-Wert wird in Rot dargestellt, der Max-Wert wird in Grün dargestellt. Wenn der mittlere Wert von 50 abweicht, wird eine Mischfarbe dargestellt. Bedingte Formatierung – Datenbalken. In den Zellen G2 bis I2 von Table 2 wurde die Bedingung für den Datenbalken Minimum und Maximum gleich automatisch, positiv gleich grün und negativ gleich rot, Füllung Verlauf, erstellt. Dies wiederholt sich jeweils in G3 I3, G4 I4, G5 I5, G6 I6 und G7 I7. Positive Werte werden grün und negative Werte rot angezeigt. Bedingte Formatierung – Symbolsatz. In den Zellen K2 bis M2 von Table 2 wurde die Bedingung für den Symbolsatz roter Pfeil nach unten gleich ohne, gelber Pfeil nach links größer gleich 30% und grüner Pfeil nach oben größer gleich 60% erstellt. Dies wiederholt sich jeweils in K3 M3, K4 M4, K5 M5, K6 M6 und K7 M7. Bedingte Formatierung – Datum. Die bedingte Formatierung – Datum in Zelle O2 von Table 2 legt eine Bedingung fest für eine oder mehrere Zellen. Sind mehrere Zellen benannt, so gilt für diese Zellen die gleiche angewandte Bedingung. In der Zelle O2 wurde eine Bedingung angelegt. Die Bedingung für die Zelle O2 heißt Datum ist heute. Wenn die Bedingung wahr ist, wird die Zelle mit der Vorlage Ergebnis gelb dargestellt. Gemeint ist die Funktion heute, nicht das jeweilige heutige Datum. Bedingte Formatierung Farbbalken Farbskala. Die Farbskala wird über die bedingte Formatierung Farbbalken erreicht. In den Beispielen wird die Farbskala mit 2 Einträgen und 3 Einträgen dargestellt. Es wurden unterschiedliche Berechnungsansätze gewählt. Eine Anleitung und weitergehende Informationen finden Sie unter.